Hallo, hier ist wieder Blu-Red vom Jesus-Clan. Heute möchte ich euch einen Spieleklassiker vorstellen, der 1992 erschienen ist. Dieser Spieleklassiker wurde von der Firma Novalogic entwickelt. Das Spiel heißt Comanche. Ich möchte auch direkt den Präsidenten, oder vielmehr den damaligen Präsidenten von Novalogic, John A. Garcia, zitieren. Die Simulation eines RAH 66 Comanche. Wenn wir heute irgendeine Flugsimulation auf einem PC betrachten, müssen wir feststellen, dass sie nur eine Annäherung an die Wirklichkeit darstellen kann. PCs für den allgemeinen Hausgebrauch können weder Muskeln oder Nervenanspannung noch den realen Blick in eine echte Kampfsituation vermitteln. Wir bei Novalogic sind daher der Ansicht, dass wir die Grenzen der emulierten Hardware akzeptieren müssen und im Gegenzug bei der Ausarbeitung versuchen sollten, Vorteile aus den interaktiven Stärken des Computers zu ziehen. Eine richtig durchgeführte Simulation kann den Unglauben so weit unterdrücken, dass sie in der Tat ins Schwitzen kommen. Dieses Ziel verfolgen wir mit Comanche. Wir wollen den Spieler nicht mit allen Banalitäten belasten, die zur Beherrschung einer komplexen Maschine gehören. Daher haben wir uns darauf konzentriert, eine Simulationsumgebung für den RAH 66 zu erschaffen. Dabei haben wir solche Dinge gemacht, wie die maximale Flughöhe bei ungefähr 500 Fuß festzusetzen. Denken wir an heutige Kampfsituationen, stellen wir fest, dass ein Pilot, der höher als 150 Fuß fliegt, zu hoch fliegt. Wir haben Missionen beseitigt, die eine automatische Gefechtsformation erfordern. Jeder, der schon einmal einen langen Flug in einem Helikopter genossen hat, nur um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, weiß, dass dies eine der unbequemsten Arten der modernen Beförderung ist. Zitat Ende. Hiermit starten wir auch direkt in das Spiel. Hier befinden wir uns nun in der Pilotenauswahl. Hier können wir verschiedene Speicherplätze anwählen. Hier ist das Hauptmenü. Hier können wir unter anderem uns diverse Punkte anzeigen lassen, wie zum Beispiel unsere Statistik, wie zum Beispiel anderen Piloten oder hier den Überblick über den RAH 66 Comanche. Wir haben die Demo, die haben wir am Anfang gesehen, und hier haben wir die Credits. So, genug zum Hauptmenü. Ich würde sagen, wir starten mal direkt die erste Trainingsmission, und zwar Oil Tank Holiday. Jede Mission beginnt mit einem Briefing. Hier sind wir nun direkt im Spiel. Als erstes werden wir den Kartenausschnitt verkleinern. Danach werde ich mal die einzelnen F-Tasten durchgehen. Da können wir uns diese LCD-Displays in unserem Comanche umschalten. Diese Systeme sind redundant ausgelegt. Hier zum Beispiel auf der rechten Seite. Geflogen wird dieses Spiel entweder per Tastatur oder Joystick. Hier nochmal ein Blick ins Hauptmenü. Ich habe mich dabei für einen normalen Joystick entschlossen. Die Optionen bieten vielfältige Einstellmöglichkeiten, um das Spiel entsprechend schwieriger oder leichter zu gestalten. So, das war's vom Hauptmenü. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, bewegen den Joystick nach vorne und fliegen einfach mal eine Runde. Die Grafik sieht natürlich für heutige Verhältnisse ziemlich bröckelig aus, war aber damals State of the Art und hatte wirklich zu begeistern gewusst. Hier kommen wir auch zu unseren ersten Übungszielen, den sogenannten Öltanks. Diese werden auf der Karte unten links auch als blinkende weiße Punkte dargestellt. Und ich bratze die hier mal weg mit der normalen Bordkanone. Die Bordkanone folgt dabei immer dem anvisierten Ziel. Ich habe jetzt hier auf Raketen umgeschaltet, die Raketen folgen nicht. Allerdings wird die Abschusshöhe der Raketen vom anvisierten Ziel übernommen. Das heißt, wir müssen uns auf einer Ebene zum Ziel befinden. Das ist die Hellfire. Die Hellfire benötigt ein aufgeschaltetes Ziel. Das heißt, die Rakete fliegt immer genau dorthin, wo aktuell die Zielerfassung leuchtet. Dann haben wir noch eine Stinger-Rakete. Das ist eine Fire and Forget. Da brauchen wir das Ziel nicht aufgeschaltet lassen. Die Stinger ist hauptsächlich für die Luftabwehr, während die Hellfire, was wir vorher gesehen haben, primär gegen Bodenziele verwendet wird. Nach Abschluss der Mission sehen wir dann hier eine Übersicht, wie gut wir abgeschnitten haben, wie gut der Comanche durchgehalten hat, wie viel Munition wir haben und so weiter.
Ich würde sagen, wir nehmen gerade mal die nächste Mission. Und zum Beispiel die White Lightning, die war ebenfalls im Lieferumfang vom Standardspiel. Oder wir können uns auch ganz anders entscheiden. Zum Beispiel für Overlord, Restore Peace oder Clean Sweeps war Mission Disc 1. Hier zum Beispiel wären wir jetzt bei der Mission Disc 2. Mal durchlesen. Und los geht's. Die Reflexion hier am Wasser, die sind erst mit den Mission Discs hinzugekommen. Also es gab zwei Mission Discs. Ich meine, es waren 3 Kampagnen pro Mission Disc. Aber das werden wir nachher nochmal die Übersicht genau ergründen können. Hier eine Mission, da müssen wir auch ein bisschen Deckung suchen und so. Primär beim Comanche ist es natürlich so, dass wir im Tiefflug die Landschaftsformationen ausnutzen, damit uns der Gegner nicht entdecken bzw. bekämpfen kann. Die blinkenden R- und IR-Schriftzeichen deuten darauf hin, dass wir zurzeit aktiv von einem Radar, also R, oder von einer Infrarot-Anvisierung, IR bzw. Infrarot-Laser, anvisiert werden. So, dann machen wir noch die 2 Hubschrauber hier unten weg. Und da hinten ist noch ein Gegner. Dann wäre diese Mission auch erledigt. We did it! Let's head home! Hier wieder der Missions-Debriefing bzw. Übersicht. Hier nochmal die Übersicht der einzelnen Missionen. Ah, es waren 3 Kampagnen pro Mission Discs. Hier, Operation Icebreaker, da geht es um Luftkampf. Das Spiel ist ziemlich vielfältig. Hier haben wir zum Beispiel einige verbündete Hubschrauber, die uns helfen, die Mission zu meistern. Es gibt natürlich noch den sogenannten Wingman, das ist also ein dedizierter Hubschrauber, ein Kollege, der uns mit seinen Hellfire zur Verfügung steht. Und es gibt noch die Artillerie, die uns vom Boden aus unterstützt. Artillerie natürlich nur bei nicht beweglichen Zielen. Hier diese Mission, wie schon im Briefing, ist reiner Luftkampf. Deswegen werden wir hier natürlich mit den Stinger-Raketen um uns schießen, die uns leider nun ausgegangen sind. Zum Glück kann man auch mit der Kanone ziemlich gute Abschüsse erzielen. Die Kanone hat halt das Problem, die Schuss- bzw. die Munition, die zieht halt immer nach. Sieht man hier sehr schön. Also die ideale Position für die Kanone ist halt, wenn wir uns direkt auf Check 6, also direkt hinter dem feindlichen Hubschrauber befinden. Noch ein kleines Wort zur Technik. Das Spiel hat für den Sound natürlich eine Soundblaster-Karte erfordert. Und für die Musik konnte man zwischen verschiedenen entweder Soundblaster, Roland MT32 oder dem normalen General MIDI Standard sich entscheiden. Wobei der General MIDI Standard bzw. General MIDI Unterstützung erst später ins Spiel via Patch bzw. via Mission Discs Einzug erhalten hat. Meine Damen, müsste noch einer sein. We did it. Und ab nach Hause. Naja, diesmal haben nur 23% überlebt. Was nehmen wir denn? Auch die Benahmung ist recht lustig. Der Dagger, das Wort, der Schild. Ja. Ich glaube, das nehmen wir mal. Das sieht recht einfach aus. All systems nominal. Hier ist jetzt eine Mission aus dem ursprünglichen Comanche. Das erkennt man. Das Wasser ist noch nicht reflektierend. Das kam, wie gesagt, erst mit den Mission Discs hinzu. Hier haben wir die theoretische Maximalbestückung des Comanche, wie wir sie in Realität wahrscheinlich nie erleben werden. Wo wollen wir denn 100 Hellfires in so einem kleinen Helikopter unterbringen? Aber nichtsdestotrotz, einfach mal draufhalten. Das macht doch auch Spaß. Auch schön im Comanche,
das unterschiedliche Wetter. Hier in diesem Fall mal kein Schnee und kein Regen, sondern einfach nur ein normales Wetter, ein klares Wetter. Und auch nicht allzu schwere Ziele, wie man sieht. Und die batzen wir einfach mal ganz souverän mit unseren Hellfeuern weg. We did it! Let's head home! Im späteren Spielverlauf gibt es natürlich wesentlich härtere Missionen, teils mit beschränktem Treibstoffvorrat, teils mit wirklich wenig Munition. Also es wird schon ziemlich fordernd, gerade gegen Ende des Spiels. Ich zeige hier bewusst nur mal ein paar leichte Missionen, damit man mal so ein bisschen einen Überblick über das Spiel bekommt. Hier sind wir zum Beispiel mit dem Nachtsichtgerät unterwegs, deswegen sind die Berge und die Hügel alles grün. Und vor uns befinden sich auch schon zwei LKWs, die wir mal ganz souverän ausschalten werden. Ach, ist das schön, LKWs können sich nicht wehren, deswegen reicht die Bordkanone. Und da vorne sehen wir auch unser Primärziel, die Treibstofftanks. Eine kleine Salve aus der Bordkanone und sie sind Geschichte. Neben der Diskettenversion von Comanche auf gewöhnlichen 3,5 Zoll Disketten inklusive der Mission Discs gab es noch ein Release auf CD, sogenannte Comanche CD. Diese Version war erweitert um eine weitere Kampagne, nämlich die Kampagne Zypern. Leider gab es in dieser CD-Version nicht das Programm-Update, das bei diesen Mission Discs dabei war. Deswegen hat unter anderem auch das sogenannte Top Speed Lock gefehlt. Top Speed Lock wurde damals benötigt, weil das Comanche noch auf Pentium-Rechnern recht schnell lief, die Geschwindigkeit zu drosseln. Man kann diese Exe-Datei, falls man das Original Comanche 1 besitzt, aber problemlos hin und her kopieren. Habe ich auch gemacht und deswegen läuft bei mir das Comanche CD auch wie es soll. Man könnte natürlich auch in DOSBox die Zyklenanzahl herunterstellen, aber je nach Komplexität der Szene hat man dann keine konstante Framerate mehr. Hier auch sehr schön zu sehen in dieser Mission der Schnee und die Reflexionen im Wasser. Ich fand das Spiel damals einfach wunderschön. Das Genre der Flugsimulation, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Überblick verloren. Ich hatte ja demnächst das DCS vorgestellt, also eine reine Simulation. Es gibt noch andere Spiele, wo mehr auf den Action-Teil Wert legen, zum Beispiel Apache Air Assault. Dieses Spiel besitze ich allerdings nicht selber. Take on Helicopters zum Beispiel, auch ein kampagnenbasierendes Game, auch recht nett. Und dann gibt es natürlich noch für die Flugsimulation, zum Beispiel von Microsoft oder Flight Gear, entsprechende Flugmodelle. Wobei ich nicht weiß, wie sich das spielt. Wäre mal interessant, sowas mal im Vergleich zu diesem Klassiker Comanche zu setzen. Wobei ich denke, Comanche sollte man einfach so nehmen, wie es ist. Nicht als absolute Simulation, sondern eher als ein Spiel, das primär auf Action und auf Spaß ausgelegt ist. Hier haben wir auch wieder eine sehr schöne Mission, die halt primär davon lebt, dass wir die Landschaftsformation ausnützen müssen. Vor uns in dem Talkessel zur linken Hand befinden sich ein Haufen Gegner. Wir werden mal schauen, wo wir den besten Zugang zu diesem Talkessel bekommen können. Und dazu fliegen wir einfach mal so die Konturen hier rum ab. Hier noch den Hubschrauber, den erledigen wir noch geschwind. Wie man sieht, werden wir bereits aufgeschaltet mit Radar und Infrarot. Aber ich würde sagen, wir nehmen ja hier einen kleinen Umweg in Kauf und kommen dann von der Rückseite direkt ran. Und weg ist er. Auf der Karte sieht man auch sehr schön, ein Stückchen vor uns, dann zur linken Hand, ist die Höhe des Berges nicht ganz so hoch und wir werden darüber wahrscheinlich einen besseren Zugang zu diesem Nest erhalten. Ich switch mal auf die Hellfire. Und dann stürmen wir diesen Pulk. Ja, von hier müsste es eigentlich ganz gut sein. Geschwind am Kollektiv gezogen, um Höhe zu gewinnen. Dann die zwei Panzerstellungen hier erledigt. Und hier nochmal die Luftabwehrstellung. Ah, verfehlt. Egal, machen wir einen neuen Anflug. Aber vorher geschwind in die Deckung.
Hier sehen wir auch die Rakete direkt an uns vorbeirauschen. Ich switch auf die Kanone. Und dann gehen wir nochmal rein und machen die zwei Prototypen platt. We did it! Let's head home! Incoming. So, das soll's auch schon wieder gewesen sein. Wir gehen mal wieder zurück ins DOS, beziehungsweise in die DOS-Box. Das war's jetzt auch schon wieder für diese Woche. Das Spiel Comanche von Novalogic, 1992 erschienen. Ein absolut grafisches Meisterwerk für damalige Verhältnisse. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich kann es immer noch wieder anmachen und habe meinen Spaß dran und kann immer mal wieder eine Mission spielen. Es hat einfach nichts an seinem Reiz verloren. Besucht uns auch mal bitte auf unserer Webseite www.jesus-clan.com. Bis zum nächsten Mal.